Ich zerstöre das Penthouse. Jo. Das sind doch schöne Worte für den Beginn der Folge. Jetzt komm mal raus hier, ich will aufsteigen. Moment. Spastiv. Komm einfach raus, Mann. Im Auftrag annehmen, belgische Problem. So, wo bist du? Komm her hier. Ich kann nicht aufsteigen. Das ist ein Einsetzer. Jo. Warte, wir treffen uns im Penthouse. Wir müssen einfach runterjumpen. Es lohnt sich nicht, so ein Ding zu holen. Er muss mich wiederbeleben. Ich bin runtergesprungen ohne Fallschirm. Wenn ich da auch einfach auf dem Boden liege. Dieses Spiel ist zu toll. Ich will einfach aufgeklatscht und das war's. Das ist ein bisschen zu groß für dich. Du brauchst eine Gun, Pierce. Okay. All right, let's get that motherfucker what's coming to it. Oh ja. Epic, epic Slow-Mo. Ich habe eigentlich erwartet, dass noch irgendwas Behindertes passiert bei der Slow-Mo. Auch. Dass irgendwie wer stolpert oder sowas in der Richtung. Das wäre einfach so Central-typisch. Ja. Nein! Gibt sich zum Syndicate. Das entfernt. Und schon die, Slow-Mo! Slow-Mo und so. Warte! Wo fährst denn du lang? Wo das Navi sagt, dass ich da langfahren soll. Ich bin mir das Navi gesagt, du musst woanders langfahren. Oh, wir müssen jetzt scheinbar Syndicate auseinandernehmen, wa? LOL. Das war eine Rampe. Oh, letztens musste ich auch, wir versuchen widerstehen, hinten auf so einen LKW raufzufahren. Ich glaube, dass du viel GTA gespielt. Nein! Aber ja, ich kenne das, ich hatte auch schon mal so. Zu viel Need for Speed, aber GTA könnte auch sein. Ich hatte auch schon mal so ein Ding auf der Autobahn vor mir. Hoppala. Da denkt man sich schon so ein bisschen, ne, was würde jetzt passieren, wenn ich da wirklich mit Vollgas einfach drauf zuheizen würde? Ich meinte, der stand nur her. So, ne, bei mir war es Autobahn. Ist er von mir gefahren. Verdammt, jetzt habe ich eine Schranke mitgenommen. Egal. Aufsteigen? Ja. Ah Gott, aufsteigen. Jo. Das ist exklusiv Muni. Bam 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 bam. Ey, was überleben die alles hier? Ja, das ist ja auch krass. Oh, jetzt habe ich einen Bauarbeiter umgebracht, weil der direkt in meine Fresse gelaufen ist. Ja. Ich war heute in der Werkstatt und mein Auto, wo wir gerade sowieso schon beim Auto sind. Ja. Das schnurrt wieder richtig wie ein kleines Mietzchen. Nice. Nicht, brüllt nicht mehr so wie ein riesiger Brüllkäfer. Ein Brüllkäfer also? Ja, so klang mein Auto ja die letzten Monate, teilweise Wochen. Der Auspuff war richtig fett durchgerostet. Echt? Ja. Ja. Ich glaube, ich muss da auch nochmal mit hin. Ist nicht wegen Auspuff, aber... TÜV daher. Ja, gut. Ich hab's jetzt nächstes Jahr. Da muss auch noch ein bisschen was gemacht werden nächstes Wochenende. Wie viel denn finishen? Oh, execute, ich will den finishen. Ich will. Ach, fuck you.
Ich werde für die Aufnahme finish. Den nächsten, nehme ich. Hast du auch so gesehen? Ne, habe ich nicht. Ich habe nicht hingeguckt. No. Bullshitter. Wo müssen wir denn hin? Ah, dahin. Mach die Bombe scharf. Oh ja, das ist eine kleine Bombe, die er denn drauf hat. Oh, eine berechtigte Frage. Ja. Wie der geflogen ist. Hey. Ach, das ist ein Sniper. Da kommt der Schaden, den ich gekriegt habe. Oh Gott, da ist ein ganz dicker mit Minigun. Molluskenwerfer. Oder ich bin zu weit gesprungen. Brennt. Achtung. Oh, die hat mich angesteckt. Ich bin zu weit gesprungen. Ich bin ganz unten. Fucking Flammenwerfer. Muss eben wieder hochlaufen. Das dauert ein bisschen. Ja, alles gut. Nur kein Stress. Ich hätte nicht so, als wenn wir begrenzte Zeit hätten, nur für diese Mission. Ich dachte mir eigentlich, ich springe eben vor diesem Dicken mit Flammenwerfer weg und dann bin ich irgendwie die Treppe runtergesprungen. Und bin ganz unten auf dem Boden gelandet. Das war ein bisschen zu weit. Philip likes his things custom made. And for his brutes, I am the master pattern, you see. Why are you still strung up if they already cloned your ass? The copies are flawed. They have my brawn, but not my brain. I can help you. The last time a big naked dude said he could help me... What can he do anyway? Those wires and shit are probably keeping him alive. Trust me. I'm still strong enough to kill Philip. Keine Zeit für Klamotten. Ach. Oh, ich habe keine Munition da. Okay. Auch geil, der Ziel der Mission war, geh die Treppe hoch, weil wir müssen Aufzug rufen. Folge Oleg. Oleg. Muss doch so heißen. Ja, ich hab, das ist ein russischer Bruder. Ja. Oh Gott, ey, wenn die die Treppe hochlaufen, dann laufen die immer Slow-Mo. Also richtig. Ich kann ja in die Kimme schießen, wenn ich möchte. Ich auch. Bin ich auch verbrannt. Der kann einfach so Türen aufmachen. Ich habe ihn gerade dreimal in den Rücken geschossen. Jetzt hat er drei blutige Flecken auf dem Rücken. Einfach kein einziger getroffen hat. Ja. Bisschen schießen lernen, ey. Ah, das. Da oben waren noch welche. Ja, hier oben sind die meisten. Ey. Irgendwie habe ich ganz schön wenig Schuss.
Im Magazin? Ja. Ja. Was ich dumm finde, ist, dass meine Todesblüte nicht da ist. Ist das dieses Z-Tech-Ding, was wir haben, oder wie auch immer das heißt? Ja, Z-Tech. Kriegt man das nicht öfters mal so von der Story aus? Ist dann nicht clever, das Ding aufzubessern? Nee, ich hab hier meine Todesblüte. Ja, du, aber ich meine generell, weil man das halt von der Story aus ja die auch relativ oft kriegt. Und das habe ich. Ich dachte, haben wir gerade schon gedacht, wird Oleg auf allem die Klamotten her. Sind wir gerade auf Philipp gelandet? Ja, werden wir ja gleich sehen. Entschärfe die Bombe oder zerstör das Gebäude. Geld oder Respektbonus? Ich wäre für Geldbonus, wenn ich ehrlich bin. Ja, ich auch. Okay, dann entschärfe die Bombe. Sonst, das wird... Ich finde den Kommentar von Oleg gleich geil. Der ist ein richtiger Saint. We're gonna have to do something about the pink. You'd prefer a more manly shade, like purple? Das passt so richtig zu den Saints. Ja. Oh nice, Respekt Level 9. Und seit Saints so Bonus Bargeld, 10%. Lila eine verdammt geile Waffe ist. Waffe, ja, Lila ist eine verdammt geile Waffe. Das ist auch meine Lieblingswaffe, Lila. Turmverteidigung. Richard Hughes. When I left Stillwater for the Senate, I vowed never to forget my hometown roots. My husband gave his life defending Stillwater from gang violence. It is my greatest privilege to honor. Ja, da gibt's keine Gangs in Stillwater. Gar keine. Überhaupt nicht. Sieht man ja gerade. Ich mach mein Basecap. Ich habe auch eins auf. Ja, meins ist lila. Meins nicht. Luchador. Ja, Luchador. Natürlich. Ouch. Kill bait. Time for the high spot, boys. Oh. Kill bait macht wenigstens was. Ja. Im Gegensatz zu... Philipp. Wenn eine Pussy ist und hinter sich hinter seinen schwulen Morgenstern versteckt. Neu gebaute Brücke, cool, sie ist kaputt. Das ging schnell. Oh, ich glaube, wir sind tot. Spiel vorbei. Falsche Entscheidung. Guck mal, eine schöne neue Brücke, ne? Ja. No, I will not come down. I am heading back to the hill. Book an emergency session. God damn it, this is war. God damn it, this is war. Yep. Where are we starting? This means war. Oh, Schaden. All
Kampf. Schnelles Nachladen, das ist nice. Zu wenig Geld, fuck. Jetzt habe ich genug Geld. If the feds are not wanting her, why are we? Ola didn't give me all the details, but he made it sound like Kinsey was about to out the syndicate, so the Decker set her up for a fall. I hope she's worth the hassle. Only one way to find out. Ja. Hat sich voll gelohnt, Otto zu fahren, wenn wir jetzt einfach nur 50 Meter weit laufen müssen zum Auto, zu dem Boot hier. Nein, ich habe klassische Musik im Auto. Ja, dann mach die aus und komm endlich her. Da, tschüss. Ja, geil. Pierce ist ins Wasser gefallen. Komm zurück. So war das auch gar nicht gemeint. Ich hab geparkt. Nice one. Da, Pierce, was macht der da? Meine Bootfahrskills. Ich habe in der Bootsfahrschule gelernt, dass man möglichst nicht gegen andere Schiffe fahren sollte. Weil auf einmal sind gerade rechts einfach Autos gespawnt. Okay. Weil er die Jetskis weg. Oh. Oh, wir hätten darauf gemusst. Warte mal. Was haben wir? Ein Landboot? ein Amphibienboot. Versuche mal, ich lauf da mal auf das scheiß Boot drauf, ne? Ich bin jetzt aufs Boot. Ich bin jetzt auf dem Boot, das solltest du eventuell auch tun. Ja, geht das leicht? Ja, du kannst einfach hinschwimmen. An die Rückseite, da ist einfach, da ist halt so eine Klappe, da kannst du einfach drauf. Okay. Schon, die ist auch schon da. Mann, das ist voll fies. Sie haben Schwerter und wir können die nicht benutzen. Ich will auch Schwerter haben. Du hast ein Dildo. Ja, aber Schwerter sind trotzdem irgendwie noch cooler. Oh, okay, ich habe jetzt halt die falsche andere Seite genommen. Some people who hate syndicate as much as we do. Well, the DeWinters are keeping Xenos at Seaport. Right. What? The DeWinters are the twin sisters that run prostitution in Steelport. Xenos was their competition, so the sisters locked him up. And Seaport is just a BDSM club that caters to various acts of perversion. The name comes from... we got it. Mine's Teacup. I'll get her out. Teacup. Okay, begib dich zum BDSM-Club. Wollte ich schon immer meinen. Errungenschaft freigeschaltet. Boduken. Oh, das ist ein Fan, das ist ein Fan! Ein Foto mit dir machen. Nice. So, jetzt kann ich sie ja verprügeln. Okay. Ab ins Auto, komm Pierce, steig ein. Und fahr los. Schönes lila das Auto. Lila Gold, so wie sich gehört. Lila mit goldenen Felgen. So typisch Saints-Karre. Pierce. Das ist doch eh nix.
das eher Punkrock oder eher Metal? Eher Punkrock, ne? Ja. Ich weiß es nicht, ich habe keine Musik an. How are we to be finding this guy? Shake people down. Someone's gotta know where they're keeping our boy. Ach ja. Der BDSM Club. Sind ja so ein paar seltsame Leute, muss man dazu beschreiben. Ich schnapp dir die Gäste, ich nehme den rechten hier. What the fuck? Der Manager war oben und jetzt schlag mich, ich verunnahr dich. Ja, gut. Moment, den möchte ich jetzt, den möchte ich jetzt. Okay. You are the manager, yes? I don't know anything, I'm just here for a bachelor party. Finde den Besitzer. Here comes the pain train. Was, wo? Hat er gerade jemand gesagt, hat er gerade eine Frau gesagt. Ey, hör auf mich zu schießen, du Fotze. Du auch. Where is Simos? If I say anything, the Winter Sisters will cut me off. I am here. They are not. If anyone will be doing the cutting. He's in the pony barn. Ponystall. Bring ihn um. Was? So, finde Simos. Mach jetzt mal hier so ein noch SWAT-Team und mach nur verprügel die Leute einfach nur die ganze Zeit. Ich mach einen auf Schreckwiege und halt zwei. Ich glaube, wir sind hier falsch. Ne? Müssen wir jetzt lang? Hier? Ja. Nicht hier. Ja, los, smack him, smack him. Hol meine. Okay, dann hau ich ihn halt. Ich sag einfach nur zwei Betten und ein Kerker. Wir müssen irgendwo unten. Ja, wo geht's denn hin? You will beg me to stop. Geh einfach mal raus und hinten rum. Was haben wir hier? Und das scheint mir richtig zu sein. Echt? Oh, schade. Ich dachte, wir bleiben hier noch ein bisschen länger dran. Oh, das ist eine Puppe. Ist das richtig draußen? Ich guck mal. Nö. Irgendwie nicht. Auch nicht. Außer Fallschaden nicht. Ne? Ja, mal gucken. Oder ist das gerade wieder ein Bug oder sowas? Oder wir sind einfach nur wirklich zu doof dafür. What the fuck, was bist du denn für eine? Moment, kann ich dich fahren? Im Fahrzeug? Oh mein Gott! Ich habe ein richtig geiles Fahrzeug gefunden. Wir sind behindert, Justin. Komm mal wieder rein. Wir mussten einfach im Managerraum nach rechts laufen. Ich muss erstmal wieder hochkommen. Wo geht's hier hoch? Warum? I will want the hand sanitizer after this. Don't worry, we'll get a box of that shit. Bam.
Nee, nicht die Sniper. Wollte doch mal Kampf. Ah, ich glaube, ich weiß nicht, wie Simons ist. Oh, stimmt, das ist dieser Simons mit dieser Autotune-Stimme. Ja. Hier war ich vorhin gerade. Ich habe nur diese Waffe, okay. Ja. Alter, what the fuck? Was ist das explodiert? Was soll denn nach scheiß Kutsche explodieren? Ey, da ist eine Frau sogar, die das zieht. Aber warum explodiert das? Keine Ahnung. Alter. Naja. Okay. Los, komm, steig ein. Wo muss ich denn hin? Finde Angel. Ah, yes. Jetzt weiß ich mal. Ja, darüber sollten wir nicht sprechen. Ja. Ich finde also die geile Stimme. Ja, diese Autotune-Stimme. Lawrence Square. Es gibt ein Titel, das nach Lauren benannt ist. Ja, fällt mir auch gerade auf. Bullshit. Warum gibt's kein Saint Square? Ja, ist echt so. Gibt's bestimmt auch irgendwo. Gar nicht in diesem Spiel. Bisschen Geisterfahrer mal. Kriegst du eigentlich auch Respektpunkte für Geisterfahrer? Nee. Nee, ich krieg keinen Geisterfahrer. Ach, was? Weiß ich, lila würde ich mir glaube ich nicht zulegen. Aber ein orangenes? Nee, ich auch nicht. Kommt drauf an, was für eins. Ja, eher so ein dunkleres Orange. Nicht so ein knalliges, helles. Dann eventuell, wenn es ein cooles Auto ist, ja. Ja, ein bisschen auch schwarzes mit geiler Kontrast. Ja, das ja, das stimmt. So Autos sehe ich auch öfter, Mann. Mhm. Ich habe auch letztes Mal einen orange-schwarzen Mustang gesehen. Ja, die sehe ich auch ab und zu. Ah, ich habe noch nie irgendwie so eine orangene Familienkarre gesehen. Doch, ich schon. Ich nicht. Ich sehe immer nur so Sportautos nur in orange. Ja, da siehst du mal, was orange für eine geile Farbe ist. Ups. Oh, okay. Oh, da ist ein Dicker. Und gleich war da ein Dicker. Ah, da hat unser Auto umgeschmissen. Ja, Hauptsache... Ich steig mal aus. Ich werd noch ein bisschen drin. Aua. Ja, finishen. Wie... Was ist denn los? Okay, der ist einfach tot.
Ne, irgendwer anders hat ihn gefinisht. Nee. Oleg. Ich bin gleich tot. Ich mach dir darauf gefasst, dass du mich wiederbeleben musst. Okay. Hinter dir, ne? Ach Menno. Kein Verprügeln. Na, jetzt regenerierst du ja gerade. Was ist denn? Ach, das ist Polizei. Ne, ich glaube, der Typ ist. Ah, wir müssen da rein. Achso, du bist schon drin. Auch gut. Na gut. Ach, der. Schütze Angel, aber das kriegen wir wohl dann durch. Ah, irgendwie. Hätte! Ich hau grad schon alles auf den drauf, aber irgendwie wird er nicht sterben. Ja, der hat eine Menge Life. Na jetzt. Was ist für den finishen? Warum kann ich den nicht finishen? Vater. Ah, das ist ein Vetter mit einer Minigun scheinbar. Oh. Weiß ich nicht, irgendwo. Oben. Da oben. Ich habe keine Uni mehr für meine Pistole. Oder ich habe... Warum kann ich die nicht finishen? Finish die gerade bei mir. Hallo, bei mir nicht. Ich sehe keine Gegner mehr. Oder kam wieder zwei mit Flammenwerfer. Das Nachladen. Das ist mal Oleg, der steht auch nur dumm in der Gegend rum, ey. Oh oh. Jawohl, alle weg. Ich glaube danach erst mal wieder Folge beenden. Philippe is dead and we are at a crossroads. And the question is, who will lead the syndicate to a new era? Bestimmt nicht Kevin. Ja. Excuse me? The syndicate has to answer for what they did. And this time, we're taking the fight to them. Since we don't know Steelport, I brought in some people who do. This is Kinsey, Zemos, and Angel. The barbarians are at the gate. We need a general, not an ambassador. Calm down, Eddie. What did you call me? What would you like us to do, Kilbane? Something. Anything. Before I wonder why I keep you bookends around. You talk to one of these guys, they'll have things for you to do. It's our time. Let's get this shit started. Rückkehr nach Steelport. Ui, 8000 Geld. 8800 Geld. Domizil, Angels Wohnung. Domizil Kinsey. Penetrator. Simus Bude. Bandenanpassung.
Karte jetzt angucken. Was gibt's? Das habe ich denn jetzt eine schöne Verbesserung. Bargeld. Oh, jetzt haben wir 7 Aufträge. Hörst du eigentlich auch gerade, mein Nachbar? Simos, schon die Angel Kinsey. Nee, tue ich nicht. Ich habe das Gefühl, irgendjemand greift mich gerade an. Nee. Quatsch. Wollten wir die Aufnahme beenden? Ja, ich habe nur aus der Seele drauf gedrückt. Ich wollte eigentlich auf Exit drücken. Oder mich verprügeln. Ja, oder das. Beides. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ich beende die Folge. Okay. Ich bin zu blöd, dich zu treffen gerade. Jawohl. So, okay, so. Bis zum nächsten Mal und haut rein, Leute. Tschüss.